ein kleines Stück Asien am Rande des Heiligenberges. Das ist die Welt der Familie Egenolf. Hier in der Hofstädter Mühle haben sie wirklich ein kleines Paradies angelegt. Und ihre Spezialität ist Bambus. Und Bambus ist eine ganz besondere Pflanze. Der Bambus ist in Asien, Südamerika und Australien zu Hause. Aber dort nicht nur in tropischen Regionen. In den Anden und am Himalaya wächst Bambus bis in Höhen von über 4000 Metern. Auch mit unserem Klima kommen die Pflanzen bestens zurecht. Manche Sorten halten im Winter Temperaturen bis minus 30 Grad aus. Herr Egenolf, ein wunderschöner kleiner Bambuswald hier. Wie ist Ihre Liebe zum Bambus entstanden? Ich bin vor 30 Jahren mal im Himalaya gewesen, habe eine Trekkingtour gemacht. Und auf dieser Trekkingtour stand überall diese Bambus am Wegrand. Und dieser Kontrast von dem Bambus mit dem schönen, saftigen Grün zu diesen 8000er Bergen mit den schneebedeckten Gipfeln und diese Schneestürme, die man da oben gesehen hat, das war sowas von ergreifend und nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass als ich nach Deutschland zurückkam, mit dem sicheren Gefühl kam, hier pflanze ich mir auch mal Bambus an. Wir stehen hier unter einem wunderschönen Bambusblätter, der Herr Egenolf. Der hier, der sieht sehr stabil aus. Wie alt ist denn der? Also der ist, sage und schreibe, in 4 Wochen zu dieser Höhe herangewachsen. In 4 Wochen? Ja. Also ich bin jeden Tag hier gewesen und habe Bilder gemacht, um das zu dokumentieren. Und in Tropen gibt es sogar Bambus,